Jo Leute, Tigris am Start mit Face It. Heute Folge 9 Space Engineers ohne Tigris. Der ist in dem Reiten des Universums. Ich bin noch nicht ganz fit. Der ist in dem Weiten des Universums letztes Mal auf 600 Kilometer. Ne, was war das? Ich weiß es nicht mehr. 600 Kilometer Entfernung gestrandet und ist dann einfach mal mit Autopilot quasi hierher am Düsen. Also, den braucht er nicht warten. Heute ohne ihn. Ja, was gibt's zu sagen? Eigentlich nicht viel, oder? Ein bisschen was ist noch hier geschehen. Genau, es sind ja jetzt einige Updates gekommen. Man muss jetzt einiges craften, selber craften und so. Da bin ich überhaupt nicht drin im Thema, gebe ich ganz ehrlich zu. Ein bisschen habe ich jetzt schon geguckt so. Aber ich gebe mir mal Mühe, dass das hier läuft. Und ja, was gibt es sonst zu erzählen? Neben dem Craften haben wir jetzt natürlich die KI-Schiffe. KI-Schiffe, genau, die man jetzt auch gerade hier über uns sieht. Zwei sogar. Military X. Genau, als Escort und Transport, Mining Transport. Genau. Der eine steht aber still. Dann haben wir den schon gekapert. Oder ist es das? Doch, ich bin ja in 1 reingegangen. Als der Military Escort das Ding, was ich noch wusste. Das könnte halt sein, ja. Und was man hier unschwer erkennen kann, hier sind ein paar Schiffe gelandet. Das ist jetzt nicht mehr ganz so anonym, erstmal, weil das war der Iron, der hat ein paar Schiffe organisiert, die man hier kapern kann. Da werden wir auch nochmal ein bisschen was machen. Genau, die Schiffe, die man kapern kann und dann sozusagen ausnehmen kann, weil die haben immer schön was dabei, und auch zum anderen Solarpanels oder ähnliches. Und ja, deswegen ist es hier ein bisschen voller geworden. Aber das ist ja auch ganz gut. Also wir werden das mit der Zeit abbauen und hoffentlich frühzeitig dann, dass die Base wieder sozusagen undercover ist, alleine. Das mit dem größten Schiff, mit dem großen Schiff, dem Plan, wird sich jetzt wahrscheinlich ein bisschen hinauszögern, weil es natürlich schon sehr zeitintensiv sein wird, ja, das alles abzubauen und ressourcenintensiv. Also ihr könnt da bestimmt noch mit ungefähr 70 Folgen rechnen, bis wir fertig sind mit dem Projekt, denke ich mal. Ja. Keine Drohung, genau. Ist ein Versprechen. Ja, ich komme zu dir. Dass ihr auch mal seht. Wie bitte? Ja, ja, ich komme trotzdem schon mal rein. Oder soll ich navigieren? Ich navigiere lieber. Aber hier das Schiff, das sind die Schiffe so, die kommen halt hier aus dem Hangar praktischerweise nicht mehr raus. Genau, weil. Also man kann die mit Solarpanels fliegen, aber dafür braucht man dann halt auch Sonnenlicht, und wie man vielleicht sieht, diese Höhle ist nicht so sonnendurchlässig, weil die Sonne ist genau da erst. Und ja, deswegen braucht man Plutonium, aber haben wir ziemlich viel, habe ich gehört. Ersheetet natürlich, ne, war nicht ersheetet, einfach aus den Schiffen. Alles offen und ehrlich gekapert. Komm, keine Zähl, das entfernt sich langsam, mein Lieber. Ja, noch kommt's näher, noch kommt's näher. Man könnte auch fast schon alleine hinfliegen, ohne Schiff. Aber gut, wir wollen's richtig machen, oder? Denke ich, oder? So. Hast du auch genug Plutonium? 5 Kilo. Sollte reichen. Die haben... Berg ist gestartet mit Tigris! Und da kommt er! Mach locker, wir haben Zeit. Perfekt. So, dann, ich muss unten rein, ne? Ne. Ganz vorne? Ganz vorne? Hallo? Ja. Okay, ich bin drin. Krass, es ist auf jeden Fall stabiler als zuvor, obwohl ich auch hier ein bisschen drin wackel, aber ist ja okay. Macht
auf jeden Fall Spaß. Dann würde ich sagen, kapern wir das. Am schlauesten ist halt so, Jungs und Mädels, jetzt genau, was er gemacht hat, Motoren aus. Dadurch habt ihr die Trägheit, nutzt er aus und verbraucht kein Plutonium in der Zeit. So, da ist es. Beide Zellen. Das ist halt einfach so gesteuert, KI gesteuert. Oh, ein kleines Schiff nur. Hinten ist der Eingang. Wir werden jetzt ein bisschen Geschwindigkeit aufnehmen. Und ich werde jetzt eigentlich schon aussteigen, ne? Ich steige jetzt aus. Okay. Jetpack an, natürlich. Und am besten ist es auch hier, den Trägheitsdämpfer auszumachen. Dann hat man eigentlich... Kann ich sterben an diesen Düsen? So, dann bin ich da. Kann er eigentlich? Ne, es ist keine Schwerkraft. Stopp. Ja, ihr seht da rechts jetzt. Da fragt ihr mich jetzt auch. Ah, ich habe ihn freigelegt. Ich bin falsch rum. Koffer hier. Kann ich nicht nehmen. Egal. Was? Hier ist ein Koffer, aber ist egal. Ja, lass mich erstmal das Schiff anhalten. Dass hier gleich 10 Leute sterben. Ja, ich komm nicht ran, Alter. Komm schon. In und raus. Aus dem Schiff. Warte. Ja, ich bin hinter dir. Ich flieg jetzt wieder rein. Was? Alter. Wollen mich hier nicht haben? So, ich drücke T. Ah, so und Y. Werde ich langsamer? Ja. Und jetzt gucken wir mal K. Inventar, was haben wir hier so drin? Nur ein bisschen Uran und kein Plan. Bisschen Kleinigkeiten. Nicht viel. Soll ich ihn trotzdem? Ich nehme ihn, ne? Oder? Ja. Okay. Leg jetzt Dämpfer an. Und wo müssen wir hin? Ich habe jetzt... Flieg du erstmal. Flieg du. Ich habe Angst, dich zu rammen hier. So, wie wollen wir die denn parken? Mach die nächsten. Wahrscheinlich eher unter den absoluten Parken, damit sie schützen. Ach, nicht, dass ich gerammt habe. Cool. Nein! Hab ich noch Sonne? Ja, ich hab ja noch Sonne. Perfekt. Ich dachte, ich hätte keine Sonne mehr. So, wollen wir den Military Trail. Ah, der ist weit weg. Military Escort erstmal schauen. Der 4000 sich nicht bewegt. Ich glaube, das ist nämlich der, den ich zersammelt habe. Oder? Was hast du? Was ist drin? Hier war eine Bombe, ja. Hier ist sogar noch eine drin. Kann ich die abbauen oder sterbe ich dann? Ich will die einfach komplett abbauen, oder? Dass sie nicht mehr hochgehen kann. Okay. Wie bitte? Ja, ich höre auch gerade. Ich glaube den, der macht, kann ich mehr. Da ist nämlich der, ach ja, hier ist ein Gyroskop kaputt gegangen. Das war das Problem, glaube ich. Du hast nicht ganz glücklicherweise zwei Gyroskope an deinem Schiff. Wieso? Meinst du? Ja, bist du dir sicher, dass das ein großes ist? Sehr sicher? Tja, Star Pilot würde ich mal sagen. Da kenne ich nicht.
Sonst wäre ich gestorben, ne? War das hier nicht das? Ach ja, das war übelst schwer, weil ich einfach nicht durchgekommen bin. Kacktüren, ey. Und es immer so geleckt hat. Aber es. Warte. Schau mal. Gyroskop halt, ja. Aber ich kann die Geschwindigkeit. So, ich könnte. Wo ist unsere Basis? Ja, die ist natürlich genau seitlich. Mit Character feiert gerade übelst, sagt er. Ich glaube, selbst wenn ich es in die Basis schaffe, Alter. Oh fuck, ich bin aus Versehen rausgetappt. Fuck. Nein, dass es jetzt mehrere Dateien sind. Geil. 4% auf 3000. Hier, ich komme. Komm mal schon, du brauchst jetzt nicht mehr. So, ich hab jetzt. Das Problem ist, wenn ich das Jetpack anmache, dürfte ich im Prinzip quasi insta-tot sein. Weil ich habe nur noch 3,7% Energie. Auf 3000 Meter. Was? Ich fliege 119 Meter. 19. Ja, du bist. Ich treibe hier im Universum. Ja, ich komme halt voll, wenn ich an mir dran bin. Ja, willst du mich totfliegen? Willst du mich totfliegen oder was? Ich schaff das schon alleine zu sterben. Ja, hier hinter dir. Ja, soll ich rein? Dann überleg. Okay, pass auf. Pet? Ich kann es einfach an. X? Hinter dir. Welcher? Oben. Oh. Ah, nicht so schnell! Nicht so schnell! Bleib stehen! Ah! Nee. So, bin drin. Kriegst du wieder Energie? Ja, ich krieg wieder Energie. Ah! Close, Alter. Nee, flieg mich nicht dahin. Ich will. Warte, bleib hier stehen. Ich bin bei 70% Energie. Ich will gleich wieder zurück zu meinem. Dem Mining blablabla da. So, ich bin fertig. Da ja, ich sehe dich. Moin! Sag nicht, du bist gestorben. Die wollen noch 100 Starter. 100? Tatsächlich. Ach ja. Ne, ist kein Problem, das ist nicht viel. Hier ist noch ein Fail. Also ich habe hier 25 schon mal. Das reicht ja. Habe ich gehört zumindest. So. 20. Dann müssen wir uns hier durchfräsen, würde ich mal sagen. Ne? Was ist denn davor? Dieses Türblatt ist hier bei mir raus. Pack den ein. So, soll ich das wegfliegen dann? Das müsste jetzt. Oh, hier ist auch die scheiß Tür. Ja, warte, ich habe hier noch die Möglichkeit, das Zeug, was wir abgebaut haben, hier rein. Ja, mach du. Das können wir ja machen. Ja, ja, ich bin nicht los, da keine Ahnung. Boah, Mann, Alter. So, dann packen wir es hier links rein. Ich hab das hier. Warum geht das nicht? Lass nicht reinziehen. Das ist nicht kein Kampfmodell, das ist der nukleare Erfolg. Ach, da. Hier ist nur noch ein Slot frei. Nein! So, hier ganz rechts sind die Gewehre drin. Und die Magazine. Da haben wir jetzt 5 Gewehre, 16 Magazine. Top, würde ich sagen, oder? Ja, Herr Tigris. Ich würde sagen, dieses Mal ist es nicht Zeit für Vorwürfe. Sondern, wie kann ich da meine Hand hier nehmen? Ja, High Five geben. Ja, nur wenn ich was baue, ne? Nein, da drück ich jetzt mal nicht. Ja, nur wenn ich was baue im Prinzip, oder?
Also, dann würde ich sagen, hat mich gefreut. Und bis zum nächsten Mal, oder? Hier in the verse. Gib High Five. Gib High Five. Ich sehe keine High Five von dir. Du rennst hier nur weg von mir. Na gut, dann halt nicht. Bis zum nächsten Mal. Ja, bei mir ist er an. Ja, warum bin ich tot? Oh Mann, ey. Oh ja, ich bin auch tot. Du hast recht. Schaden ist an. Stark. Aber ich finde die Schiene eigentlich mega geil, weil dann hat man wieder dieses, ja, wir sind unerkannt, so mäßig. Weißt du? Was ist denn hier mit diesem, wo ich bin? Guck mal. Siehst du mich? Unten? Hier. Und da, in diesem Bereich, hier unten kann man das halt anbringen. Und ich würde das hier ein bisschen noch aushöhlen, dass hier dann wirklich eine Schiene rausfährt. Hier so, oder auch nicht. So eine Schiene rausfährt. Straight, müsste ja so ungefähr. Und dann vielleicht auf die Länge. Und dann kann man von unten hier ja locker ran irgendwie einen kleinen Durchbruch machen. Da hinten oder so. Und dann da oben, dann kommen wir ja hier in den Hangarteil, genau. Und dann können wir das ja hier locker da verbinden. Hier rein. Das müsste eigentlich. Der Weg ist ziemlich kurz, sehe ich da. Finde ich zumindest. Und ich denke, das ist auch ziemlich getarnt. Ich würde das ein bisschen aushöhlen jetzt, wenn das okay wäre. Jawohl. Ich würde mal sagen, nachdem ich jetzt hier gerade. Iron wollte ich schon sagen. Dem traue ich sowas eher zu als dir. Aber nachdem mich Tigris hier gerade umgebracht hat, obwohl ich 3 Gramm, ihr werdet es nicht glauben, Vibranium hatte. Ja, und das ist höchst selten. Ihr wisst, was das heißt. Daraus kann man das unzerstörbares Material machen. Also nicht so ähnlich wie aus Avengers Vibranium. Aber es ist ja Vibranium, heißt das ja hier. Ich weiß, ich hab's ja nicht mehr. Ich hab's ja nicht mehr. So, jetzt geh weg hier und bau endlich! Aber boah, im Gegensatz zur ersten Folge sehe ich jetzt 10 Folgen später, dass du auch was wegbohrst. Geil. Aber es fällt auch was runter. Oh, was? Ich krieg. Oh, diese Düsen. Was? Aufheben? Diesen einen hier. Ah, super. Beitreten. Von Freunden nicht, tätig nicht. Oh Mann. Ich wünsche dir viel Spaß beim Schneiden. Wo bist du denn? Hast du. Was? Fuck. Was? Ich finde dich. Da, ich hab dich doch gesehen. Da ist er, da ist er! Jetzt bist du tot. Jetzt bist du tot. Wo ist er hin? Ah, mein Flugzeug, da muss ich aufpassen. Da kann ich nicht das Ding anmachen. Warte.
Ich frage mich, was passiert, wenn ich das auseinanderbaue, ob du dann freikommst und nicht zersägst. Nee, ist okay. Ist klar. Nee, ist gut. Ich muss nur manchmal endlich überarbeiten, was ich schon seit ungefähr 7 Folgen will. Weil hier ist eine Düse, ey. Ich komme da nicht so ran. Ich komme hier so nicht ran. Da muss ich die erst wegnehmen. Und dann... Oh, voll der Film. Hier, diese. Diese. Oh, das ist mega der Film. So, und jetzt siehst du da... Ja, das müsste... Aber guck mal. Siehst du die vordere von den beiden? Ja, richtig. Meinst du beide? Also, die eine auf jeden Fall. Müssen beide weinen. Scheiße. Da ist, glaube ich, gar nichts drin, oder? Nee, ich glaube nicht. Ah, jawohl, Game ist gecrashed. Ja, auf Carla ist dieses Spiel auf jeden Fall nichts. Jetzt habe ich keinen Beweis, dass ich es nicht war. Dann musst du mir wohl vertrauen in dem Punkt, ne? Natürlich. Ich bin doch gerade... Ich war nicht dieser Typ, der da in der Basis hinter dir hergeflogen ist und dich versucht hat umzubringen. Aber haben wir gut geparkt. Und du siehst ja auch Maximum Schub, Alter. Das Ding, das geht ab, ey. Das sag ich dir. Na gut. Herr Tigris, Shark. Herr Tigris, Shark. Was? Was war das? Hä? Ja! Ah! Nein, okay. Ich bin... Du Arschloch! Ich habe extra nicht mitgedrückt. Hä, liegst du tot? Bei mir liegst du tot. Bist du gestorben? Bist du gestorben? Wie bist du denn gestorben? Hä? Ich hab nichts gedrückt. Oh Mann, ey. Oder aber, vielleicht, ja, geht's einfach weiter mit unserem Iron Man. Oder? Was sagst du? Top. Top, top, top. Dann würde ich sagen, Jungs, Mädels, bleibt dran und wir sehen uns beim nächsten Mal, oder? See you in verse. Ach, sind wir hier nicht bei Messi oder was? Muss hier alles blitzeblank am Ende sein, verchromt. Achtung, Bohrer in Kamin. Ach, und dein Schiff? Ah ne, ich wollte gerade sagen. Ne. Alles gut. Ne, ich nehme alles zurück. Das Iron-Syndrom, ja. Klar. Kannst du machen. Der Iron. Ja,
Jungs und Mädels, ne? Der Iron. Er hat nicht lange durchgehalten mit dem Spiel. Er hat gesagt, Jungs und Mädels, das ist ja nett, was ihr hier macht. Aber es ist zu komplex und Weltraum und so war sowieso nicht so mein Ding. Ja, und deswegen spielt deswegen jetzt wieder Barbie, das Game. Naja, ich meine, jeder das seine so, ne? Ich habe da jetzt keine Vorurteile oder so. Naja. Kommt aber wahrscheinlich wieder demnächst, in einem nächsten Leben ungefähr. Nee, jetzt mal Spaß beiseite. Hat privat einiges um die Ohren. Leitet ja die Deutsche Bank und die EZB. Und ja, muss auf jeden Fall einiges momentan machen an Gremienterminen und so. Und deswegen hat er gesagt, Space Engineers auf der Arbeit ist nicht so gut gesehen. Nicht so gern gesehen bei den Bankmitgliedern. Ich auch nicht, ehrlich gesagt. Und ja, auf jeden Fall kommt er aber wieder. Und so lange müsst ihr jetzt es mit uns beiden ertragen. Ich weiß, das ist ein hartes Los auf jeden Fall. Ich weiß, uns beide stimmt jetzt nicht. Natürlich nur mit Tigris. Dafür nochmal meine Entschuldigung auf jeden Fall. Aber ich... Nee, ist mir nicht klar. Du weißt, dass ich von hier auch an die Waffenkammer rankomme. Warum nicht? Aber ich meine, ich komme ja hier von dem Ding an die... Rein theoretisch würde ich da rankommen. klar. Hä? Was? Oh fuck, Sieg? Hä? Achso, ich bin zu weit. So, jetzt schaue ich. Warum komme ich da nicht ran? Warum kann ich das nicht rüberziehen? Hä? Ah. Ja? Ja, du hast da einen Bohrer. Ich bin stolz auf dich. Ja? Dein Schiff kann kacken. Ich bin beeindruckt. Das macht Köttel. Ja, es ist ja schön. Lass das so. Nee, ist cool. Nee, ist gut. Ist so nice. Ja, das... Also, 1, 2, 3, 4... 5, okay. 1, 2, was haben wir hier? 1, 2, 3... Okay, also ich würde sagen, hat mir Spaß gemacht. Ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal, oder? Ja, wie machst du das denn so? Nee. Ah, nice. Also dann, ich würde sagen, Sears, bis zum nächsten Mal. See you in the verse.